Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fernbus Simulator. Wir werden in dieser Folge in Frankfurt starten, werden dann von Frankfurt bis nach Darmstadt fahren. Von Darmstadt geht es dann weiter über die Landstraße bis nach Würzburg und Würzburg schalten wir dann quasi frei. Würzburg ist heute die Stadt, die wir freischalten wollen. Genau. Ja, wir sind hier in meinem Gebiet unterwegs, würde ich sagen. Ich wohne ja zwischen Frankfurt und Fulda. Hier oben wäre normalerweise Fulda, wo es von der A66 auf die A7 geht. Also sagen wir, Fulda wäre ungefähr hier. Und ich wohne da ziemlich dazwischen. Und mit der Baustelle, das passt auch einigermaßen, weil momentan hier Baustelle auf der Autobahn ist, schon lange, lange Zeit. Und ja, meine Gegend, Frankfurt, quasi Katzensprung. Genau, da starten wir heute, fahren bis nach Darmstadt. Früher bin ich auch sehr auf die Route gefahren, von mir quasi bis nach Darmstadt und dann abends wieder zurück und so weiter und so fort. Und von Darmstadt geht es dann weiter nach Würzburg. Würzburg war ich auch schon das ein oder andere Mal. Genau, das ist auf jeden Fall für heute der Plan. Routennummer ist die 902 und wir werden für diese Route oder auf dieser Route den Scania Touring 129 nehmen, den mittelgroßen, und werden damit unseren Spaß haben. Datum ist 12.07., an dem ich aufnehme. Zeit ist 15.06 Uhr. Aktuell dynamisches Wetter. Ich würde sagen, Spiel starten, oder? Let's go. Los geht's. Los geht's. Kurzer Ladebildschirm. Ich war jetzt aber schon so lange, muss ich zugeben, nicht mehr in Frankfurt. So lange nicht mehr. Da sehen wir schon. Commerzbank Tower, Messeturm im Hintergrund, der braune, große mit der Spitze. Wir wollten eigentlich, glaube ich, schon Ende letzten Jahres mal wieder nach Frankfurt fahren, hatten wir geplant gehabt. Und dann Anfang des Jahres, und ja, mittlerweile haben wir schon den 12.07. und wir waren immer noch nicht in Frankfurt. Oh Mann, es wird echt mal wieder Zeit. Es wird echt mal wieder Zeit. So, das ist auf jeden Fall unser Bus für heute. Scania, mittlere Variante, also mittelgroße Variante. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Täuscht das eigentlich bei dem Bus so oder sitzt man bei dem wirklich so extrem hoch? Oder es kann sein, dass es wirklich schon täuscht, aber der wirkt einfach irgendwie so hoch. Na gut. Ich habe auch jetzt in der letzten Folge gar nicht geguckt, ob dieser rote Balken hinten beleuchtet ist oder nicht. Wollte ich eigentlich noch machen. Müssen wir noch machen. Na gut. Bus sieht aus wie der letzte Scania in der letzten Folge. Graue Sitze, Teppichboden, Toilette haben wir. Alles vorhanden. Fahrgastmonitor, der wieder bestimmt keine Taste hat in dem Bus oder beziehungsweise ich nicht gefunden habe. Na gut. Setzen wir uns mal hin. Ich würde dann wirklich gerne mal gucken, ob wir... Wir aktivieren gerade mal die Zielanzeige, machen mal die Zündung an und starten mal den Motor. Nö, der Balken hinten ist nicht beleuchtet. Glück gehabt, weil ich finde es hässlich, wenn so ein kompletter Balken über das Auto drüber geht. Ich finde es ja auch, ich glaube VW hat das mittlerweile oder momentan, dass du vorne an den Lichtern beziehungsweise über den Kühler noch eine Leuchtleiste hast. Ich finde das nicht schön. Ich finde irgendwie, es sieht merkwürdig aus. Ich finde es aber vorne noch mehr in Ordnung als hinten, wenn da ein kompletter roter Balken, so ein kompletter roter Balken rübergeht, weiß ich nicht. Finde ich nicht schön. Finde ich nicht schön. Ich finde es aber auch so ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt, mit diesem roten Balken hinten, aber anderes Thema. Weil ich finde, also drei Lichtpunkte fallen dir mehr ins Auge, als wenn du zwar drei Lichtpunkte hast, aber noch so einen fetten roten Balken da hinten. Dann sieht es irgendwie immer aus, als bremst das Auto oder so. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie verwirrend. So, wir machen mal die Tür zu. Schalten mal die Klimaanlage an und gucken mal, wie viel Grad ist denn aktuell eingestellt. 6 und... Wir gehen mal auf 21 runter. Was haben wir denn außen? 26,8. Bus wird schon runtergekühlt. Ich denke mal, das ist die Außentemperatur, das ist die Innentemperatur. Ja, es geht runter. So, Fahrgastmonitor, mein Endgegner. Ich habe mir das aber auf eine Taste gelegt. Dann haben wir hier aber noch WLAN-Freigabe, WC-Freigabe, Küchenfreigabe, Servicefreigabe. Leselampen müssen wir nicht freigeben. Haben hier eigentlich, achso, das sind Kofferraumklappen verriegeln. Okay, brauchen wir nicht so unbedingt. Bremse können wir noch lösen. Gang noch rein. Wo schaltet man eigentlich bei dem hier den Gang? Fragen über Fragen. Der hat hier irgendwo versteckte Tasten. Ich weiß nicht wo. Na gut, wir rollen mal los. Ja, schönes Teil eigentlich wirklich. Schönes Teil. So, okay, Frankfurt. Die Stadt mit dem Verkehrschaos. Nee, ich finde aber eigentlich, ja schon, Frankfurt ist natürlich verkehrstechnisch schwierig, weil halt sehr viele Leute unterwegs sind, aber es könnte noch schlimmer sein. Also, wenn man da nicht gerade im Berufsverkehr durchfährt, dann ist alles gut. Dann überlebt man das. Von der Verkehrsführung her finde ich es gar nicht so dramatisch. Ich meine, man kennt zwar bessere Städte, die lauter Stadtringe haben, ja, wo du quasi auf einen Ring hast, meistens einen inneren Ring, einen äußeren Ring. Wenn du da lang fährst, kommst du irgendwann schon an dein Ziel. Umrundest quasi immer die Stadt. Sowas hast du halt in Frankfurt nicht. Ja, fährst auf eine Straße und fährst mittendurch, wenn du Pech hast.
Da gibt es keine Stadtringe. Und dadurch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komplizierter durchzufahren, aber ich persönlich finde das eigentlich so gar nicht schlecht, wie es aktuell ist. Ich habe halt, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Aschaffenburg denke, Aschaffenburg ist eine kleinere Stadt, hat aber auch so einen Stadtring quasi, der durch lauter Tunnel um die Stadt rum verläuft. Kannst du überall abfahren, bist wieder dann in der Stadt drinne und gut ist. Problem ist aber, sobald man halt lauter Tunnel hat oder Unterführung, Überführung und so weiter und so fort, jagt dich jedes Navi einfach direkt in die Hölle. Kannst du einfach deine Navis vergessen. Und das ist natürlich schlecht, wenn man sich heutzutage gerne auf die Navis verlässt. Und du weißt nicht genau, musst du jetzt da hochfahren, da runterfahren, musst du auf den Ring bleiben oder musst du keine Ahnung wohin. Das ist immer ein bisschen ungemütlich. Und deswegen mag ich eigentlich solche Stadtringe nicht so ganz. Jedenfalls nicht, wenn die durch Tunnel und Unterführung verlaufen. Ich quetsche mich hier mal raus. Ja. Habt ihr das gerade gesehen, dass der links einfach Gas gegeben hat, obwohl ich da stand? Habt ihr das gesehen? Ich wollte Unfälle vermeiden. Der hat mich jetzt aber auch voll zur Seite geschnickt. Der ist stehen geblieben und hat wieder Gas gegeben. Ich meine, klar, ich müsste mich als Busfahrer hier auch nicht rausquetschen, aber ich habe halt hohes Verkehrsaufkommen eingestellt, weil natürlich möchte ich, wenn ich das schon vom Computer her spielen kann, möchte ich auch so viel KI-Verkehr wie möglich haben, damit es am realistischsten ist. Aber ich bin immer wieder von KI enttäuscht, wie dumm die doch stellenweise ist. Da steht man mit einem kompletten Bus vor dem Fahrzeug und es gibt Gas. Das ist schon nicht mehr realistisch dumm. Wobei, lass uns mal so drüber nachdenken. Es gibt ja öfters mal so Versicherungsbetrugsfälle. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand da wirklich Gas gibt und seitlich ins Fahrzeug reinfährt. Und dann heißt, der hat gar keine Vorfahrt gehabt, ich hatte Vorfahrt. Zack, bumm. Hast du, wenn du Glück hast, Geld gewonnen. Wenn du natürlich viele Zeugen hast, die das bezeugen können, dass du schon gestanden hast und nochmal Gas gegeben hast. Sieht es natürlich schlecht aus, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Bleib bitte stehen, sonst komme ich nicht rum. Die legen es aber auch drauf an. So, gerade ist um die Kurve gekommen. Passt. Ja, über was hatten wir vorher nochmal geredet? Ja, Frankfurt. Stimmt, Stadtringe. Ich finde aber eigentlich die Verkehrsführung in Frankfurt voll chillig. Weil du hast da keine Überführung, keine Unterführung. Klar, du hast Brücken über den Main drüber, aber das bringt kein Navi durcheinander, weil da keine Straße drunter durchführt. Frankfurt ist eigentlich vom Fahren her komplett easy. Ja, man ist vielleicht als Fahrer ein bisschen abgelenkt, wenn du dadurch Mainhattan durchfährst. Aber es sieht halt cool aus mit den ganzen Hochhäusern. Mittlerweile entstehen ja entstehen ja momentan auch wieder weitere Hochhäuser. Und es sieht schon interessant aus, mega cool, auch wenn man da durchfährt. Aber es ist jetzt keine Stadt, wo ich sagen würde, ja, wenn man Stadtfahren nicht gewöhnt ist, kommt man in Frankfurt durch. Nein, würde ich nicht sagen. Ich meine, klar, man hat hier viele Busse durch die Gegend fahren. Man hat auch mittlerweile blöde Fahrradstreifen, auch hier gerade am Main. Hast du an den Fahrbahnrändern rote Streifen, wo Fahrradspuren sind, die Straße komplett verengen. Dumme Stadtplanung von Frankfurt, muss man sagen, weil man hat nebenan eigentlich voll die großen Bürgersteige, wie man auch hier im Spiel gut nachgebildet sieht. Sind die wirklich stellenweise in Frankfurt. Du könntest locker da eine Fahrradspur machen. Nein, man muss aber mitten auf die Straße legen und muss dafür den Autoverkehr behindern. Aber Frankfurt ist ja so eine Stadt, die ist eh bescheuert, was Stadtplanung und Verkehrsplanung betrifft. Guckt euch einfach vom guten Held der Steine, der in Frankfurt wohnt und seinen Laden dort hat, einfach mal, beziehungsweise nicht Held der Steine, sondern auf seinen Der Held-Kanal auf YouTube an. Er redet gerne mal über die Verkehrssituation in Frankfurt und die Verkehrsplanung. Und da kann man sich einfach nur an den Kopf greifen. Und ich selber kenne das ja auch persönlich. Und ich meine, ich wohne da jetzt nicht, ich kriege da ein bisschen weniger mit, aber wenn ich halt durch Frankfurt durchfahre und sehe, was sie da mit Fahrradstreifen gemacht haben und was sie da geplant haben, das ist nicht mehr schön. Da hast du auch einen Fahrradstreifen, der ist vielleicht 10 Meter lang und dann endet der plötzlich an einem Baum. So Sachen sind da geplant. Also es ist sehr merkwürdig. Und diese ganzen Fahrradstreifen verengen auch schön die Fahrbahn, obwohl du eigentlich an den Seiten genug Platz hättest, um diese Fahrräder von der Straße runterzuholen. Aber naja. Hier die Mainuferstraße hatten sie ja auch gesperrt, gab zu Corona-Zeiten, weil sie da testen wollten, wie sich das auf das Verkehrsaufkommen irgendwie, beziehungsweise auf die Verkehrssituation in der Stadt oder wie sich da dann der Verkehr verhält, wenn die eine Straße komplett gesperrt ist, ob es dann Stau gibt an anderen Stellen oder ob da mehr aufs Fahrrad umsteigen oder.
hatte man während Corona getestet, hatte man für ein Jahr diese Straße gesperrt für Autos, nur für Fahrräder und Fußgänger war diese Straße frei. War natürlich Corona, war natürlich eh wenig los, also die Studie hat überhaupt nichts ausgesagt und es ist einfach nur ein Jahr lang den Autofahrern auf den Sack gegangen. Bezweckt hat man damit nichts, richtige Ergebnisse hatte man damit auch nicht. Ach, diese KI, du willst mich doch verarschen. Hauptsache man hat es mal gemacht. Da sieht man aber mal, wie unflexibel eigentlich solche Planungen sind, weil eigentlich, es war geplant, dann kam Corona und man hat diesen Plan trotzdem durchgezogen, obwohl man wusste, dieses Ergebnis wird am Ende nichts aussagend sein, beziehungsweise nicht das aussagen können, was man gerne hätte raus oder erforscht. Man hat es aber trotzdem durchgezogen und hat ein Jahr lang die Leute, die da gearbeitet haben, damit genervt und behindert. Naja, Frankfurt. Aber ansonsten, du kannst da eigentlich nicht, wenn du durch Frankfurt fährst, nicht viel falsch machen. Klar, der eine oder andere wird vielleicht nervös, wenn da eine Straßenbahn noch mit auf der Straße ist. Die übrigens hier im Spiel nicht vorhanden ist. Fällt mir gerade mal so auf. Aber eigentlich braucht man sich da echt nicht verrückt machen. Ups, Entschuldigung, ich wollte eigentlich... Wir fahren doch gar nicht nach Nürnberg. Ich wollte eigentlich nur das Gepäckfach aufmachen. Ich komme aber gerade nicht durch hier. So. Darmstadt, passt, fahr mal hin. Salut. Salut, Würzburg. Oh Gott, da müssen wir weit runter. Würzburg, kontrollieren. Müsste aber passen. Jawohl. Schlimm ist, wenn in Frankfurt irgendwelche Veranstaltungen sind und alle Parkhäuser voll sind und du findest einfach nirgends so einen Platz zum Parken. Du hast eigentlich in Frankfurt nur zum Parken Parkhäuser. Und wenn halt Veranstaltungen sind, sind es zu wenig. Die sind zu teuer. Und es gibt ein Parkhaus, das fahre ich auch tatsächlich gerne mit meinem großen Kombi an, weil es einigermaßen gut ist und man eigentlich sehr schnell an der Zeile ist. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Aber ansonsten die anderen Parkhäuser, und es ist preiswert oder ist noch preiswerter als die anderen Parkhäuser, es ist wirklich sehr günstig. Und ja, bei den anderen Parkhäusern ist entweder Probleme, die Parkplätze sind zu eng oder sind zu teuer und du willst ja nicht nach Frankfurt gehen, günstig mit dem Auto hinfahren und dann irgendwie noch für 20 Euro zwei Stunden da parken. Nee, danke. Da hat man auch keine Lust drauf. So, haben wir auch alle drinne. Ja, ich weiß noch, ich bin einmal nach Frankfurt gefahren, dann war mein Lieblingsparkhaus leider voll. Dann musste ich, da ich dann während der Fahrt, und du kannst da nicht irgendwo stehen bleiben in Frankfurt, dann behinderst du total den Verkehr und in der Stadt, die haben ja eh keine Geduld und keine Zeit, und bin ich halt weitergefahren, habe versucht, mich mit Schildern irgendwie in andere Parkhäuser zu manövrieren. Dann war das nächste Parkhaus voll, das nächste Parkhaus war voll. Dann bist du da ständig durch die Stadt geeiert und hast da irgendwie ein Parkhaus gesucht, bis du dann irgendwann mal eins gefunden hattest. Und das war dann halt auch noch schweineteuer. Da wusste man genau, warum da kein Mensch hingefahren ist. Aber ich meine, Frankfurt hat schon viele Parkhäuser zur Verfügung, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Am angenehmsten ist es aber immer noch, wenn man einfach mit dem Zug nach Frankfurt fährt. Also Frankfurt Hauptbahnhof ist ja direkt mitten in der Stadt. Du bist dann direkt an der Zeil. Klar, du musst dann mal kurz über die Kaiserstraße drüber und musst dann mal kurz übers Drogenviertel, aber dann bist du direkt an der Zeil und musst halt mal kurz den Pipi-Gestank im Hauptbahnhof Frankfurt aushalten, aber dann ist alles gut. Kann mich mal bitte jemand rausfahren lassen? Danke. Hatten wir Abfahrtzeit schon? 15.08 Uhr eigentlich. Wir stehen mitten auf der Straße, machen nochmal einen kurzen Zeitsprung. So, müssen die Frankfurter einfach mal geduldig werden. Ja, aber ansonsten ist man direkt nach dem Hauptbahnhof, ist man so mitten in der Stadt drin, mitten an der Zeil, hat die ganzen Geschäfte um sich rum, hat alle möglichen Zugverbindungen. Aber was mich halt persönlich immer so stört in den Zügen, es sind die Leute. Wir hatten jetzt gerade bei uns den Fall, gerade vorgestern auf Facebook wieder gehabt, von einer Zeitung quasi, einen Beitrag, dass da
ein Zugbegleiter, selbst ein Zugbegleiter hier auf der Zugstrecke, mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Wenn die Zugbegleiter bei uns auf der Strecke schon so durch sind, dann braucht man sich nicht wundern, dass in dem Zug überall Kotze rumliegt, wenn du mitfährst mit der Regionalbahn oder dem Regionalexpress. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwo Leute im Drogenrausch im Zug liegen. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwelche Obdachlosen alle 2 Sekunden zu dir an den Platz kommen und dich nach Geld fragen. Das macht halt keinen Spaß. Was ich mal ganz cool fand im Zug, sind wir auch nach Frankfurt gefahren, da ist dann in Hanau, glaube ich, so eine Musikertruppe eingestiegen und die haben dann einfach im Zug Musik gemacht und haben ein paar Spenden gesammelt. Fand ich cool, das war wenigstens mal eine geile Beschäftigung im Zug. Ist mir lieber als irgendwie, dass da jemand rumkotzt oder irgendwelche Leute belästigt werden, irgendwelche Leute zusammengeschlagen werden. War auch wieder, glaube ich, vor 2-3 Tagen, dass irgendein Lokführer zusammengeschlagen wurde, der bei einer Streitigkeit dazwischen gegangen ist. Normalerweise müsstest du schon wirklich an jedem Bahnhof mindestens mal eine Polizeistreife stehen haben, Polizisten, die auch ständig durch den Zug laufen und ständig gucken, dass alles in Ordnung ist. Man kann es natürlich als Staat nicht machen, aber was mittlerweile in den Zügen abgeht, wenn selbst schon so eine Person, wo ich mich, wenn es Probleme im Zug geben würde, wenden würde an den Zugbegleiter, wenn der sich schon sexuell an Frauen vergehen will im Zug, dann weißt du, was hier los ist, aber wirklich. Aber wirklich. Das war auch noch vor vielen Jahren ein bisschen anders. Da hat sogar der eine Zugbegleiter, der Schaffner hier in dem Zug, das war so eine richtig coole, lockere Socke. Hat immer einen blöden Spruch auf Lage gehabt, hat einen immer zum Lachen gebracht, coole Zugdurchsagen. Der ist auch mal geehrt worden. Es gab von der Bahn, oder weiß ich nicht, ich glaube, es war sogar von der Bahn selber, gab es noch so einen Wettbewerb, wer irgendwie der beste Zugbegleiter, der lustigste und was für sich ist, da hat er auch mal gewonnen gehabt. Richtig, richtig coole Socke. Aber wenn mittlerweile die Zugbegleiter schon Frauen belästigen, die allein im Zug unterwegs sind, da hört es schon irgendwie, finde ich, auf. Ja, nicht nur, dass die Bahn an sich komplett general überholt gehört, sondern dass das ganze Personal anscheinend auch am Rad zu drehen scheint, die ganzen Leute, die da mitfahren. Ist schade. Ist schade. Weil eigentlich wäre Zug wirklich eine bequeme Sache. Es ist nur zu teuer und dafür, dass es zu teuer ist, hast du dann auch noch jedes Mal irgendeine Shitshow im Zug drin, wo du dir einfach nicht gönnen möchtest. Wenn du als Alternative hättest, ins Auto steigen, hinfahren, fertig, aus. Kein Stress, beziehungsweise auf der Straße mittlerweile auch Stress, habe ich auch schon mal gesagt. Auch ein bisschen schwierig geworden mittlerweile, das Autofahren. Und man kommt selten ohne Aufreger davon, dass ich, obwohl ich eigentlich ein sehr ruhiger Mensch bin. Aber Zugfahren fehlt mir halt irgendwie immer die Lust. Und dann kommt ja noch dazu, dass immer die Züge ausfallen. Meine kleine Schwester wollte jetzt an den letzten Tagen, war es ein bisschen warm, wollte sie ins Kino fahren nach Hanau. Ja, von uns nach Hanau ist quasi nicht weit. Fährst du Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Zug und wolltest ins Kino gehen da, weil es schöner als in Gelnhausen das Kino, ganz klar. Wobei ich noch dankbar bin, dass wir in Gelnhausen überhaupt noch ein Kino haben. Ist sowieso ein sehr interessantes Kino, ist ein Kino, hat aber baulich getrennte Kinosäle. Da musst du quasi einmal über die Straße laufen in den nächsten Kinosaal, das ist dann im richtigen Sitz. Total cool eigentlich. Und ja, aber an dem Tag, weiß nicht, weil es vielleicht zu warm war, die Gleise sich ausgedehnt haben, keine Ahnung, ist es fast jeder Zug ausgefallen. Und der einzigste Zug, der gefahren ist, hatte so viel Verspätung, dass er dann gesagt hat, der wird bestimmt auch gleich gestrichen, deswegen geht es jetzt nicht zum Bahnhof. Da geht's wieder los, kommen wir wieder zum Thema Pünktlichkeit, Verlässlichkeit bei der Bahn. Ich meine, klar, wenn du jetzt nur so einfach aus Spaß in deiner Freizeit irgendwo hinfahren möchtest, ins Kino gehen willst, selbst dann hast du aber einen Zeitplan, weil dein Film startet ja um eine gewisse Uhrzeit, musst du auch pünktlich da sein. Wenn du aber dich da null irgendwie auf die Bahn verlassen kannst, dann bist du halt aufgeschmissen. Dann bist du halt aufgeschmissen. Und ich meine halt, so ein Sommer kommt nicht immer spontan. Der ist halt nicht von jetzt auf gleich da. So ein Sommer kündigt sich an. Und jedes Mal bricht bei der Bahn alles zusammen, wenn Sommer ist. Ja, und genauso im Winter. Im Winter bricht bei der Bahn alles spontan zusammen, weil Winter ist. Was ist das für eine Planung? Oder was haben die für eine Wartung, dass dann die ganzen Sachen zusammenbrechen, sobald die Sachen gefordert werden? Allein Thema Klimaanlage bei der Bahn. Wie oft hat man da die Fälle, dass bei irgendwelchen Zügen die Klimaanlage ausfällt? Und ich meine, ich war vor ein paar Jahren auch mal im Intercity unterwegs, da war es auch Hochsommer, bin ich auch nach Hamburg gefahren. Und bei dem Ding, ich weiß nicht, entweder stand die Klimaanlage auf 27, 28, 29 Grad oder die Klimaanlage ging einfach nicht. Und da hast du in diesem Wagen festgehangen, wo du nicht mal ein Fenster öffnen konntest und bist einfach vor dir hergerottet. Ja, also es...
das hat nichts mehr mit Bequemlichkeit zu tun. Das ist einfach nur noch irgendwie, keine Ahnung, gequält an irgendeinem Zielort ankommen. Da steigst du aus dem Zug aus und bist so fertig und erschöpft und durchgeschwitzt, dass du gar keinen Bock mehr hast, irgendwas an dem Ort zu machen, wo du hingefahren bist. Es ist nicht schön. Und ich meine, klar, so eine Klimaanlage in so einem Zug muss schon was leisten, auf jeden Fall. Ja, kann man wahrscheinlich nicht mit dem Auto vergleichen, aber im Auto habe ich noch nie gehabt, dass meine Klimaanlage bei warmen Temperaturen ausgefallen ist. Da kommt die erst richtig in Schwung. Bei der Bahn ist es halt gerne so, wie ist es warm, ich bin eine Klimaanlage, nein, da muss ich ausfallen. Da fragt man sich doch auch, liegt es an der Wartung oder wahrscheinlich auch einfach nur kaputt gespart. Man hört ja immer wieder, dass die Bahn irgendwie ein bisschen kaputt gespart wurde. Wie halt alles, was irgendwie staatlich ist. Ich find's ja immer so geil. Ich find's ja immer so geil, wenn man irgendwie mit Behörden was zu tun hat, die dann irgendwie nicht mal E-Mails öffnen können oder gar keine Internetinfrastruktur haben. Ja, am besten noch ein Fax schicken oder Rauchzeichen machen. Wenn es geht, eine Brieftaube hinschicken. Es ist einfach jedes Mal zu geil. Und das mal alles bei uns zum Beispiel noch bei der Stadt. Du kannst ja mittlerweile, man muss ja sagen, mittlerweile, das wird als Riesenfortschritt gewertet. Man kann die Anträge, die man quasi beim Rathaus ausfüllen möchte, kann man jetzt, passt auf, riesentechnischer Fortschritt. Man kann sich diese Anträge schon vorher angucken und runterladen. Man kann sie aber nicht online einreichen. Es ist, obwohl man Perso hat mit Online-Funktion, mit Fingerabdruck drauf, mit was weiß ich. Man könnte sich locker verifizieren, dass man das ist. Ja, aber nein, man kann sich diese Anträge, wird als Riesenfeier gewertet, ja, dass man diese Anträge jetzt digitalisiert im Internet hat und man kann die runterladen. Man muss sie aber dann halt mit der Brieftaube hinschicken. Aber es ist ein riesengroßer Fortschritt für die Stadt. Ich finde sowas einfach nur peinlich. Keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach nur peinlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, das Internet wird sich ja nicht durchsetzen. Ich weiß es nicht. Wenn du halt so bedenkst, andere Firmen bieten, was weiß ich, sonstige Sachen an, schon seit 20 Jahren, die du da runterladen kannst, ausfüllen kannst, direkt wieder einreichen kannst, was weiß ich, aber der Staat kriegt sich hin, so gar nicht über eine Perso die Person zu verifizieren und dann einfach die Anträge da anzunehmen. Das ist ja genauso, wie ich auf dem Gewerbeamt war und wollte den YouTube-Kanal quasi anmelden. Musste ich der guten Frau erklären, was YouTube ist. Ich musste der guten Frau erklären, wie man im Internet Geld verdienen kann. Ich musste der guten Frau erklären, was ich da genau mache und wie das dann ist, dass man mit Werbung da Geld verdienen kann. Ich musste der Frau das Internet erklären. Ja, sie musste dann das, was ich ihr erzählt habe, noch in eine Statistik einfließen lassen. Also sie hat dann einfach Online-Dienstleistungen als quasi Gewerbe eingefügt. Online-Dienstleistung ist alles. Ich kann theoretisch, ist alles, was mit Internet zu tun hat, kann ich machen, darf ich machen, weil sie hat einfach nur Online-Dienstleistungen eingetragen. Total geil. aber sie musste dann halt für eine Statistik genau eintragen, was ich jetzt mache. Ich habe also diesen Antrag ausfüllen, ich konnte mir den ja schon vorher runterladen und angucken, was man da ausfüllen muss. Ist eigentlich auch komplett der Witz. Konnte ich mir ja schon vorher angucken, runterladen und so weiter und so fort. War in 2 Minuten erledigt, das Ausfüllen von diesem Antrag. Aber diese Befragung wegen der Statistik hat über eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert, weil ich ihr jeden Scheiß erklären musste und ihr sagen musste, wo man diesen Job, was ich da quasi mache, wo man diesen einfügen könnte in die Statistik. Sie hat mir dann alles Mögliche vorgelesen, hat mir gefragt, können wir das auch da dazu zählen? Können wir das auch da dazu zählen? Machen Sie auch das? Ich wäre beinahe verrückt geworden. Da ist man im Jahr 2023 und die bei der Stadt wissen nichts mit YouTube anzufangen. In welcher Welt leben die? Ich weiß es nicht. Streamingdienste, bestimmt auch noch nie was von gehört. Oder Musikstreaming, die hat bestimmt noch Kassetten zu Hause. Ich weiß es nicht. Ich meine, der Kollege neben ihr war ein bisschen jünger. Sie war wahrscheinlich 50, 60 rum. Würde ich schätzen, kurz vor Rente wahrscheinlich. Aber selbst mein Vater hört sich jeden Tag Musik auf YouTube an. Und der ist voll gegen modernes Zeug. Also, hier fliegen gerade irgendwelche Fahrzeuge ständig durch die Gegend da vorne. Oh, der nächste. Ich fand's halt, klar, einerseits habe ich mich aufgeregt bei der Stadt, andererseits habe ich mich auch irgendwie drüber beömmelt, weil ich habe gedacht, sowas gibt es im Jahr 2023 nicht mehr. Aber tatsächlich in Rathäusern, auf Städten und sowas gibt es anscheinend noch.
es war halt sehr schockierend. Ich war ja in dem Moment, wo ich das angemeldet habe, gerade auch in so einem Gründercoaching drin gewesen. Ich habe das meinem Coach erzählt gehabt, der hat sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt dann. Hat auch gesagt, nur in welcher Welt leben die denn? Es ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, aber hier auf jeden Fall schockierend. Es war einfach nur schockierend. Aber naja, das will man machen, muss man durch. Ich finde es halt krass, dass sich viele Leute so extrem gegen Neues wehren. Ich meine, ich bin auch nicht immer Fan von allen neuen Sachen, bin ich ganz ehrlich, weil ich bei manchen neuen Sachen einfach keinen Mehrnutzen sehe oder so. Aber die meisten neuen Sachen, gerade so Smartphones oder Tablets, Internet, YouTube, das muss doch schon mal jeder gehört haben. Selbst Katrins Vater, der immer total gegen Smartphones war und WhatsApp und so weiter und so fort, hat jetzt auch ein Smartphone, hat jetzt auch WhatsApp, nutzt es auch, ist auch glücklich, dass er es hat. Ich persönlich sage ja auch immer, Smartphones immer erreichbar sein, Internet ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, weil ich persönlich, mir wird das auch manchmal ein bisschen viel, ganz ehrlich, weil wenn du halt alle paar Sekunden dein Handy aufleuchtest, du bist alle paar Sekunden irgendwie, sagt dein Kopf, guck mal drauf, was jetzt aufgeleuchtet hat, guck mal drauf, was jetzt ist, guck mal drauf, was jetzt ist. Dass ich auch mein Handy oft einfach nur irgendwo hinlege und lasse es mal nebenan liegen, weil ich dann merke, okay, momentan stresst mich wieder zu arg, weil ich alle zwei Sekunden wirklich aufs Handy gucke. Und ich meine, theoretisch muss ich ja auch irgendwie erreichbar sein. Das ist ganz klar. Falls mal was ist, muss man ja erreichbar sein heutzutage. Oder wenn auf Discord-Server mal irgendwas sein sollte, irgendeine Streiterei oder was weiß ich, muss ich ja auch schnell reagieren können. Ich meine, ich habe mein wunderbares Moderatorenteam. Nochmal vielen, vielen Dank an alle Moderatoren von meinem Kanal. Macht wirklich alle einen tollen Job. Kann mich auch sehr auf euch alle verlassen. Und ich kann mich da auch drauf verlassen, dass wenn da irgendwie mal Probleme sein sollten, dass sobald da irgendwie ein Moderator oder Admin angepinkt wird, dann ist sofort jemand da. Und ich meine, ich habe das Wissen, trotzdem gucke ich halt trotzdem ständig aufs Handy, ob irgendwas ist, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob sonst irgendwas ist. Oder YouTube-Kommentare gucke ich auch halt ständig rein, ist da wieder oder wurde da irgendwas Blödes geschrieben oder irgendwas Cooles, irgendein cooler Tipp. Guckst du halt ständig drauf, hat wieder irgendjemand was Nettes geschrieben oder hat wieder irgendjemand irgendeinen Scheiß gepostet, was ich sofort löschen muss, weil es irgendwelche pornografische Werbung ist oder so. Musst du halt ständig gucken. Und dann guckt man halt ständig aufs Handy. Würde es sowas nicht geben, wäre man, glaube ich, viel entspannter, weil dann könnte man das nur auf dem Computer nachgucken. Und Computer hast du halt immer nur bestimmte Zeiten. Handy hast du halt immer. Ich bin auch schon überlegen gewesen, ob ich auch die eine oder andere Sache am Handy einfach ausschalte. Ja, die Mitteilung von manchen Sachen, damit einfach noch weniger aufleuchtet. Aber das ist dann irgendwie auch blöd, wenn ich dann irgendwie ein schönes YouTube-Kommentar kriege und sehe es nicht direkt. Oder irgendjemand eine Frage hat und ich sehe es nicht direkt. Würde ich auch blöd finden. Weil ich möchte eigentlich auch immer schnell helfen. Ich meine, manchmal dauert es ein bisschen länger, weil ich einfach viele andere Sachen dann zu tun habe. Und dann dauert es ein bisschen, bis ich mir die Zeit nehme, Sachen nachzugucken in Spielen oder auszuprobieren und dann irgendwie da auf den Kommentar zu antworten. Aber mittlerweile ist es ja auch so schön auf dem Kanal hier, dass andere Leute auf die Kommentare von anderen antworten und dann damit manchmal schon Fragen beantworten. Das ist auch für mich ein bisschen erstens entlastend und zweitens finde ich es einfach mega nett und schön, dass man sich so ein bisschen versucht, gegenseitig zu helfen. Das finde ich auf jeden Fall eine wunderbare Entwicklung. Bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Wenn andere in die Kommentare reingucken, sehen, ach, da hat jemand eine Frage gehabt, ich antworte einfach mal drauf, weil ich gerade die Antwort weiß. Und dann ist der andere glücklich. Ich habe ein bisschen weniger Arbeit mitgehabt und bin trotzdem dann glücklich drüber halt, dass jemand darauf geantwortet hat. Dass das Problem gelöst wurde und. Es ist einfach wunderbar. So habe ich mir das gewünscht. Und finde ich auch schön, dass es so die Richtung geht. Finde ich wirklich schön. Ich meine, ich antworte lieben gerne auf Kommentare, ich helfe auch lieben gerne. Aber es dauert bei mir halt manchmal ein bisschen länger. Das muss man leider mit leben. Weil es kommt auch ab und zu mal vor, dass ich während dem Let's Playen, wenn ich mal so kurz an der Ampel stehe oder so, gucke ich mal aufs Handy, sehe, ach, ein Kommentar ist da, der hat liegen die Frage, mache ich wieder zu das Handy quasi aus, konzentriere mich wieder aufs Aufnehmen und so weiter. Oder sehe auf dem Tablet, weil da OBS ja läuft, dass da gerade ein neues Kommentar war, lese ich mir dann nebenbei so ein bisschen durch und nach dem Let's Play habe ich es dann vergessen, dass es kommentiert wurde. Dann gucke ich später wieder rein, scroll ein bisschen runter und sehe, ach, da war ja die Frage. Verdammt. Und dann antwortest du erst. Das heißt, es kommt auch so manchmal zu Verzögerung. Manchmal habe ich einfach keine Zeit oder lese mir halt die Nachrichten unterwegs durch die Kommentare und
bis ich dann halt wieder zu Hause bin und Zeit habe, darauf zu antworten, dauert es halt auch manchmal ein bisschen. Ich versuche zwar immer schnell zu antworten, es klappt aber halt nicht immer. Es klappt halt nicht immer. Manche Tage bin ich auch so viel am Computer oder am Handy gewesen, dass ich mir dann manchmal denke, ich lasse jetzt alles liegen und gucke erst wieder am nächsten Tag rein. Ich habe mir aber auch schon mal so einen Rhythmus angewöhnt gehabt, dass ich einfach nur immer abends alle Kommentare beantwortet habe. Da habe ich alles aufgespart, aufgesammelt und habe dann abends immer so einen großen Rundumschlag gemacht und habe alle Kommentare beantwortet, alle Fragen beantwortet. Fand ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Dann guckst du den ganzen Tag über nicht so wirklich rein, aber du tust dann abends wenigstens sicher alles beantworten. Weil ich versuche ja immer auf alles zu antworten. Ist mir auch ganz wichtig. So, hallo, herzlich willkommen. Darf ich hier bitte durch? Darf ich bitte? Danke. Ich will ja natürlich, dass ihr alle euer Gepäck rausnehmen könnt und das neue Gepäck reinlegen könnt. So, Sie wollen rein? Bitte sehr. Halle? Nee, das stimmt nicht. Würzburg. Mahlzeit. Ja, aber Darmstadt erkennt man hier auch nicht so wirklich, finde ich persönlich. Gerade aus der Richtung, wo wir gerade bei Darmstadt reingefahren sind, da habe ich Darmstadt doch sehr anders und ein bisschen komplexer, nicht unbedingt, aber normalerweise fährt man, wenn man aus der Richtung kommt, in so einen Tunnel rein, wenn man aus dieser Richtung reingefahren kommt. Fährt dann um ein paar Kurven an einem Parkhaus, der das unterirdisch reinführt, vorbei, kommt dann irgendwann wieder hoch in Darmstadt und dann ist man schon fast durch. Ciao. Ich hoffe, ich bin hier. Ciao. Und wenn man die andere Richtung entlang fährt, dann fährt man nicht unterirdisch durch die Gegend, sondern fährt man einen kleinen Schlenker da außen rum. Also ich habe Darmstadt schon anders in Erinnerung. Und ich war sehr viel in Darmstadt. Also ich kenne mich da eigentlich einigermaßen aus. Also so von der Verkehrsführung her erkennt man sich so wirklich. So, sie steigt ein, die anderen sind ausgestiegen und die anderen sind alle falsch, beziehungsweise sie nicht. Sie will nach Würzburg. Würzburg W haben wir ganz hinten. Würzburg passt. Okay, alle drinne, mache ich die Klappen mal wieder zu. Ich bin gerade überlegen, soll das? Ja, das soll der Bahnhof sein, okay. Ja, okay. Normalerweise Darmstadt kommt man hier reingefahren, dann hast du wirklich auf der linken Seite den Bahnhof. Passt schon. Passt schon. Genau. Ja, und hier hinten oder hier würde dann so eine Unterführung durchführen, macht so einen Schlenker, kommt dann hier oben irgendwann wieder raus und dann. Beziehungsweise nicht hier hinten, weil da wäre ja Darmstadt schon vorbei, aber die würde hier so. Und wenn du dann die andere Richtung rausfährst, fährst du quasi hier oben entlang. Ja, so habe ich das noch im Kopf. Ich glaube, das war so. Gut. Türen zu. 16 Uhr. 16 sollten wir los. Oh, wir haben Verspätung. Na dann Vollgas. Wenn die Bremse gelöst ist. So. Ich lasse gerade mal die Ansage laufen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey.
In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Haben wir es wieder geschafft. Ansage ist vorbei. Auf Deutsch und Englisch wie immer. Ja, dann sind wir raus aus Darmstadt. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts davon erkannt. Aber egal. Auf nach Würzburg. Mal gucken, es kann nur besser werden. Ja gut, man hat am... dem Bahnhof vielleicht. Ja, dass der Bahnhof da an der Position war, hat man erkannt. Ist okay. Aber noch viel mehr habe ich nicht erkannt. Gerade jetzt am Ende von Darmstadt... Ich bin auch oft auf der anderen Seite rausgefahren und das... sagt mir nichts. Naja, egal. Hauptsache der Name Darmstadt steht da. Na gut. So, wir haben noch 105 Kilometer bis nach Würzburg. Fahren wir jetzt über diese, ja, es ist eine Landstraße, keine Autobahn. Ist aber trotzdem wurscht, wir haben fast die gleichen Verkehrsregeln. Ja, wir dürfen 100 Sachen fahren. Mehrspurig, links wird überholt. Liebe Fahrgäste, bitte anschnallen. Was haben wir denn da für Kraftwerke? Ich meine, ist ein gewohnter Anblick. Hier bei uns in Großkotzenburg, also bei Hanau in der Nähe, haben wir auch noch ein Kohlekraftwerk. Da haben wir auch so fette Kühltürme. Ich habe früher als Kind immer gesagt, das sind Wolkenmaschinen. Ich meine, die tun ja auch Wasserdampf nur oben rauspusten. Dadurch entstehen Wolken. Und habe ich als Kind, ich fahre zu schnell, mi. Ja, okay, ich mache ein Tempomat rein. Jetzt darf ich wieder 100 fahren, na super. Das ist auch immer ganz cool, das sieht wirklich immer cool aus, weil bei uns, die stehen weit hinterm Berg, also wir sehen, die Kühltürme sehen wir von uns aus nicht, aber wir sehen stellenweise die Wolken, die, deswegen Wolkenmaschine. Sieht schon immer ganz cool aus, aber soll jetzt auch abgeschaltet werden wahrscheinlich, weil deutsche Politik und so. Bin ich mal gespannt. Wir haben ja mittlerweile auch sau viele Windräder hier in der Gegend. Früher war das so als Kind ein Highlight, wenn man an die Nordsee gefahren ist, mal in Urlaub. Ich bin sowieso selten in Urlaub gefahren, aber wenn wir mal an die Nordsee gefahren sind, dann standen da oben Windräder. Für mich war das immer voll cool, Windräder sehen. Boah, geil. Jetzt mittlerweile denke ich mir, oh, schon wieder Windräder. Es ist einfach, bei uns auf jedem Berg, jedem Hügel steht irgendwie ein doofes Windrad im Wald. Es ist... nicht mehr feierlich, wenn man halt auch sieht, wie viele Bäume da weggekloppt werden für und was für ein Fundament da in dem Wald gegossen wird, wo kein Wasser mehr abfließen kann und wie gesagt, allein wie viele Bäume da weggekommen sind, was für riesige Flächen da freigemacht wurden. Und es ist auch nachts, sieht total komisch aus, sieht aus, als würden überall UFOs landen, weil alles nur noch rot leuchtet in den Wäldern. Es ist keine schöne Entwicklung. Klar, man braucht vielleicht alternative Energiequellen, aber muss man damit wirklich jeden Wald irgendwie kaputt hauen und alle paar Meter so ein Windrad hinstellen? Ich meine, für die Viecher ist es ja auch unangenehm, weil diese Windräder sind ja tatsächlich laut. Die klingen ja stellenweise wie so ein startender Jet.
Also gerade wenn ich bei uns hier in den Wald reinlaufe, in Wächtersbach oben, da wurden vor ein paar Jahren 14 Stück hingebaut. Mittlerweile wurden da noch mehr reingebaut. Und diese Dinger sind halt 200 Meter hoch. Und wenn du da hinläufst, je näher du kommst, es hört sich, du hast so ein richtig lautes Rauschen. Also wirklich richtig laut. Und die Dinger knacken auch noch, wenn sie sich drehen, ziemlich laut. Ja, weil klar, dieser Turm, der arbeitet, der ist auch, wenn du da hochguckst, denkst du, das Ding kippt gleich um. Das ist total umgebogen, dieser ganze Turm. Und klar, das Ding schwankt und dadurch knackt es im Metall, in den Schrauben und sonst wo. Da ist Bewegung drin in dem Turm. Und klar, wenn du da jetzt in der Nähe von so einem Ding wohnst, dann hast du dieses Rauschen die ganze Zeit, ja, nicht nur die Autobahn, Flugplatz und sonst was, sondern hast auch noch das Rauschen von den Windrädern plus ab und zu diese lauten Schläge, die durch Mark und Bein gehen, wo du denkst, das Ding kracht ein. Also ist schon, ob das so optimal ist, weiß ich nicht. Und wenn ich auch so dran denke, wir haben hier in den Wäldern viele, viele Windräder mittlerweile. Wie gesagt, wenn du hier Richtung Fulda hochfährst, hast du mittlerweile in jedem Wald, auf jedem kleinen Hügel irgendwie Windräder stehen. Und diese ganze Fläche schon mal zusammenrechnet, wie viele Bäume da weggekommen sind, auch für die Wege dahin, wie viele Bäume da gefällt wurden. Und wir haben hier in Ingelnhausen auch einen Solarpark mitten im Wald. Man hat da einen kompletten Waldbereich gerodet, um da Solaranlagen in den Wald zu stellen. What the fuck? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Wenn man dann so Beiträge hört, dass man nur so und so viele Bäume pflanzen müsste, um den kompletten CO2-Ausgleich quasi zu schaffen in dem Land, dann sieht man aber, dass immer mehr Bäume gefällt werden und wegkommen für so Sachen, die eigentlich dem Klimaschutz helfen sollen, und dabei zerstört man eigentlich die meisten Klimaschützer oder die besten Klimaschützer. Das ist irgendwie fragwürdig. Ich bin ja immer noch der Meinung, man müsste irgendwie Autobahnen mit Solarpanelen überdachen. Dann hast du erstens als Autofahrer nicht mehr das Problem, wenn es richtig heftig schüttet und sowas, dass du Aquaplaning hast. Du hast das Problem nicht mehr, dass du keine Sicht mehr hast, wenn es zu stark schüttet. Du hast diese ganzen Probleme weg. Und zweitens könntest du ja dieses Ding ja eigentlich fast noch komplett mit Lärmschutzwand oder so umbauen. Ja, vielleicht nur oben kleine Schlitze freilassen, damit Luft zirkuliert. Und dann hättest du quasi wie so einen Tunnel überirdisch. Und könntest oben Solarzellen drauf machen. Du hättest eine riesengroße Fläche. Könntest ganz viel Energie gewinnen und müsstest nicht extra dafür Wälder roden oder Grünflächen zupflastern oder. Wäre für mich alles irgendwie logischer als das, wie es aktuell gemacht wird. Ich meine, es hätte nur Vorteile. Auch wenn du diese Autobahn komplett zubaust wie so ein Tunnel, hast du auch das Problem nicht mehr, dass dir irgendwelche Tiere auf die Fahrbahn rennen. Hättest du wieder was gewonnen. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube, wo ein Wille ist, wäre auch ein Weg, aber es ist kein Wille da, deswegen gibt es auch keinen Weg. Also keine Ahnung, es ist sehr, 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 sehr merkwürdig alles. Besonders, ich finde es auch so geil, als dieser Solarpark in den Wald reingebaut wurde, hat man da nichts von gehört. Also ich persönlich habe das nicht mitbekommen. Ich habe dann irgendwann, nachdem das Ding schon ein, zwei Jahre fertig war in dem Wald, habe ich erstmal geguckt, hä, wo haben die das denn gemacht? Und dann habe ich mal Google Maps aufgemacht und habe mal rumgesucht und habe dann die Stelle gefunden. Da haben die wirklich ein Riesenstück Wald einfach abgeholzt und haben da Solarzellen hingebaut. Finde ich einfach komplett krass, dass man da irgendwie sowas, bei sowas die Bevölkerung nicht mit einbezieht, beziehungsweise warum muss der Wald dafür sterben? Ich verstehe es nicht. Naja. Ich finde es doch immer wieder interessant, was so gesagt wird und was getan wird. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist immer noch mal so eine andere Sache. Wir sind übrigens schon in Würzburg und ich erkenne aktuell gar nichts. Weil normalerweise Würzburg habe ich so ein bisschen hügeliger im Gedanken. Mit Kloster oder was, es ist oben auf dem Berg und fährst über eine. Oh. Entschuldigung. Fährst über eine große Brücke drüber. Jedenfalls aus der Richtung, wo wir jetzt normalerweise angefahren kommen. Und unter der Brücke ist ein riesengroßer Parkplatz. Da hatte ich drauf geparkt gehabt, als ich mal zum Weihnachtsmarkt da bin.
Dann bin ich auch wieder, geilste Aktion, auch wieder, als es angefangen hat zu schneien, bin ich losgefahren Richtung Würzburg. Alle anderen Autofahrer so, oh Gott, es schneit, ich steige heute nicht mehr ins Auto. Tommy so, oh, es schneit, ich fahre mal nach Würzburg. Aber ich finde halt Weihnachtsmärkte, wenn Schnee liegt, am schönsten. Muss man halt auch mal im Schnee fahren. Ach ja. Nein, ich sag's mal so, solange man sein Auto kennt und einigermaßen weiß, mit dem Auto umzugehen, braucht man eigentlich im Schnee keine Angst haben. Aber wenn man auch an Bergen anfahren kann, weil man es gewohnt ist und weiß, wie man das machen kann, dann brauchst du auch keine Angst haben vor Schnee. Wenn du genau weißt, dass du einen viel längeren Bremsweg hast bei Schnee als normalerweise und du genug Abstand abhältst, Abstand einhältst zu anderen Autos, brauchst du eigentlich auch keine Angst haben. Wenn du es mit der Geschwindigkeit nicht übertreibst, brauchst du eigentlich auch keine Angst haben. Du musst halt dein Auto fühlen bei Schnee. Wenn du im Schnee fährst, musst du halt fühlen, wie dein Auto sich verhält. Und dann kannst du deine Fahrweise dran anpassen und dann passiert auch nichts. Dann kommst du da durch, wie als würde gar kein Schnee liegen. Man muss halt dann eine angepasste Fahrweise an den Tag legen. Aber ansonsten halb so wild. Mir macht Schneefahren immer Spaß. Leider ist es in letzter Zeit viel zu selten. So. Liebe Fahrgäste, wir sind in Würzburg. Laut meiner Karte. Das Gebäude da hinten sagt mir auch nichts. Aber ich war halt auch nur einmal abends da bei Weihnachtsmarkt. Ihr werdet schon in Würzburg sein, wird schon passen. Na gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal wirklich sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.